Wir kennen ihre Gesichter und auch die Rollen, die sie spielen, sind uns sehr vertraut. Doch wer die Stars aus den größten und beliebtesten TV-Sendungen eigentlich wirklich sind, das wissen wir nicht. Da vor allem die großen US-Schauspieler Millionengehälter mit ihren Auftritten in den Fernsehserien verdienen, könnte man meinen, sie führen abseits der Kameras ein Leben im Luxus. Doch auch wenn manche genau das tun, so gibt es ebenfalls Schauspieler, die ein sehr bescheidenes und einfaches Leben führen. Und das, obwohl sie durch Serien weltberühmt und sehr reich wurden. Willkommen bei Wissenswert. Wir stellen euch heute das simple Leben von einigen der größten Serienstars der Welt vor und wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit Zooey Deschanel. Sie spielt die Hauptrolle in der TV-Serie New Girl, die in Deutschland schon seit einigen Jahren auf Pro7 zu sehen ist. Ebenfalls war sie schon in zahlreichen großen Kinofilmen wie 500 Days of Summer, Buddy der Weihnachtself oder der Ja-Sager zu sehen. Ihr geschätztes Vermögen beläuft sich auf stolze 25 Millionen Dollar. Doch trotzdem lebt die 39-Jährige außergewöhnlich bescheiden. Auch wenn viele ihrer Schauspielkollegen Anwesen in Hollywood oder Beverly Hills besitzen, zog es Zooey Deschanel in eine günstigere Gegend in Los Angeles. Sie zog in ein kleines Haus im Viertel Manhattan Beach, das sie für etwas unter 1 Million Euro erstand. Das klingt zwar noch nicht allzu bescheiden, doch wenn man mal einen Blick auf ihre monatlichen Ausgaben wirft, zeigt sich, dass Deschanel tatsächlich sehr minimalistisch lebt. Ihre Ausgaben, die sie im Rahmen eines Scheidungsprozesses veröffentlichen musste, offenbarten, dass Deschanel nicht mehr als 3000 Dollar im Monat für alltägliche Dinge ausgibt. 1000 Dollar gibt sie für Lebensmittel und ihre wöchentlichen Einkäufe aus, 300 Dollar für ihre Telefonrechnung, 800 Dollar für Reparaturen und 900 Dollar für Unternehmungen. Ihre Kreditkarten hat sie laut Gerichtsunterlagen sogar gar nicht genutzt. Und das, obwohl sie ein Vermögen von 25 Millionen Dollar besitzt. Geizig ist Deschanel allerdings nicht, denn auch wenn sie sich selbst keinen großen Luxus gönnt, so unterstützt sie jeden Monat einen guten Zweck. Ebenfalls legt sie fast 99% ihres Vermögens in Wertanlagen an, wie etwa Aktien, Immobilien und Fonds. Machen wir weiter mit Two and a Half Men Darsteller Angus T. Jones. Der 26-Jährige verbrachte seine gesamte Jugend am Set der beliebten Sitcom, wo er die Rolle des Jake Harper verkörperte. Bis zu seinem Serienausstieg im Jahr 2013 verdiente er pro Folge durchschnittlich 300.000 Dollar und besitzt aktuell ein Vermögen von 15 Millionen Dollar. Angus T. Jones hat eigentlich alles, wovon viele Menschen nur träumen. Er ist nicht nur reich, sondern auch berühmt und hat in seinem jungen Alter auch noch eine ganze Karriere vor sich. Doch statt wie ein Superstar zu leben, entschied sich Jones dafür, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Er zog von Kalifornien nach Colorado und trat den sogenannten Forerunner Chronicles bei, einer streng religiösen christlichen Vereinigung. Ebenfalls schrieb er sich in der Uni ein, wo er zurzeit jüdische Geschichte studiert. Wie er selbst sagt, genießt er das Leben sehr, da er in der Uni und vor allem in der Kirche nicht als Promi, sondern als ganz normaler Mensch wahrgenommen wird. Das hat auch mit seinem Aussehen zu tun, denn Jones' neuer Look mit Bart und längeren Haaren bietet ihm deutlich mehr Anonymität. Doch auch wenn er noch vor einigen Jahren täglich die Bibel studierte und Two and a Half Men sogar als unmoralischen Schmutz bezeichnete, ist Jones inzwischen klar geworden, dass seine religiösen Ansichten etwas zu radikal waren, weshalb er sich von bestimmten Gruppierungen erst kürzlich wieder distanzierte. Aktuell arbeitet er mit einem Uni-Kommilitonen daran, eine eigene Unterhaltungsfirma zu entwickeln, die unter anderem Events und Konzerte organisieren soll. Machen wir weiter mit Mayim Bialik. Die 44-Jährige spielte in ihrer wohl bekanntesten Rolle Dr. Amy Farrah Fowler in der Sitcom The Big Bang Theory. Pro Folge verdiente sie dabei zuletzt sogar 500.000 Dollar, was ihr durch die vielen Auftritte ein Vermögen von unglaublichen 25 Millionen Dollar einbrachte. Obwohl Bialik schon als Kind zur Schauspielerei kam, entschied sie sich nach ihrer Schulzeit dazu, Medizin zu studieren, was sie auch tat. Sie machte sogar einen Doktor in Neurowissenschaften, kehrte danach jedoch zur Schauspielerei zurück, wo sie schließlich zur Sendung The Big Bang Theory kam. Trotz ihres gigantischen Vermögens lebt Bialik ein sehr einfaches und gewöhnliches Leben. Sie wohnt nicht in einer Luxusvilla, sondern in einem kleinen, über 100 Jahre alten Backsteinhaus. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal präsentiert sie immer wieder ihren Alltag zu Hause, den sie zusammen mit ihren beiden Söhnen verbringt. Da sie sich von ihrem Mann trennte, zog sie die Kinder alleine groß und verzichtete
sogar auf eine Nanny, obwohl sie eigentlich das Geld dafür hätte. Ebenfalls setzt sie auf öffentliche Verkehrsmittel und nutzt trotz ihrer Bekanntheit regelmäßig zusammen mit ihren Kindern die U-Bahn. Sie besitzt allerdings auch ein eigenes Auto, doch die Multimillionärin fährt keinen Mercedes oder einen Sportwagen. Bialeks Auto ist ein älterer Toyota Minivan. Diesen nutzt sie besonders gerne für ihre Urlaube, denn statt mit Jet ins Ausland zu fliegen, macht sie lieber Roadtrips durch die USA. Eine ihrer Lieblingsstationen dabei sind Tiergehege und Zoos, denn Bialek ist ein sehr großer Tierfreund. Ebenfalls hält Bialek in ihrer Freizeit auch wissenschaftliche Vorträge und versucht auch an Schulen, vor allem Mädchen, mehr für naturwissenschaftliche Studiengänge zu begeistern. Machen wir weiter mit Norman Reedus, einem der Hauptdarsteller aus der Erfolgsserie The Walking Dead. Er spielt in der Sendung Daryl Dixon, eine Rolle, die extra für ihn geschrieben wurde. Genau wie sein Seriencharakter ist Norman Reedus auch in echt gerne mal ein Draufgänger. Anders als andere Schauspieler macht er sich nicht viel aus Luxus und Jetset, ihn zieht es häufig in die Natur. Er besitzt mehrere Motorräder, Quads und einen Pickup-Truck, mit denen er immer wieder Touren fährt. Doch Reedus hat auch eine andere, etwas tiefgründigere Seite. Er ist nämlich auch als Künstler und Bildhauer aktiv und hat eigene Ausstellungen und Galerien in der ganzen Welt. Trotz eines Vermögens von 18 Millionen Dollar lebt Reedus grundsätzlich eher bescheiden. Zum Beispiel fliegt er immer wieder in der Economy Class und lebt nicht in einer Villa, sondern bezieht stattdessen ein gewöhnliches Haus auf dem Land. Seit er mit der Schauspielerin Diane Kruger zusammen ist und eine eigene Tochter hat, dreht sich heutzutage auch ein Großteil seiner Freizeit um die Kindererziehung. Dafür verließ er sogar sein Landhaus und zog mit Kruger nach New York. Kommen wir nun wieder zu einem anderen Darsteller aus The Big Bang Theory, und zwar zu Kevin Sussman. Er spielt in der beliebten Sitcom Stuart den Comicbuchverkäufer. Und auch wenn er eher ein Nebencharakter war, verdiente er trotzdem 50.000 Euro pro Folge. Sussman wurde durch die Sendung sogar zum Multimillionär, doch trotz seines geschätzten Vermögens von über 3 Millionen Dollar lebt der Schauspieler außergewöhnlich minimalistisch. Er besitzt keine Villa, stattdessen wohnt er in einem kleinen Haus bei Los Angeles. Auch wenn er mal unterwegs ist, nutzt er meistens kein Auto oder Taxi. Sussman fährt stets mit Bus und Bahn. Wie er in einem Interview erklärte, führte der Erfolg von The Big Bang Theory immer wieder dazu, dass er von Passanten in der Öffentlichkeit erkannt wird. Kevin Sussman macht das aber nichts aus. Er genießt es trotzdem, sein Leben wie ein normaler Mensch zu führen. Eine Sache, für die der Schauspieler übrigens gerne mal viel Geld ausgibt, sind tatsächlich Comicbücher. Er reist immer wieder zu verschiedenen Comic-Conventions und tritt dort als normaler Besucher auf, um bekannte Cartoon-Stars zu treffen. Auch in echten Comicbuchläden verbringt Sussman übrigens viel Zeit, weshalb viele seiner Bekannten sagen, dass er eigentlich wie seine Rolle in The Big Bang Theory ist. Sein Liebesleben ist allerdings nicht so verzweifelt wie das von Comicbuchverkäufer Stuart. Denn Sussman war bereits mit Schauspielerin und Model Whitley Rice zusammen und ist auch aktuell wieder glücklich vergeben. Kommen wir als nächstes zu Maisie Williams. Sie spielte 8 Jahre lang die Rolle der Arya Stark in Game of Thrones und verbrachte so einen Großteil ihrer Jugend am Set der beliebten Serie. Die 22-jährige Britin verdiente pro Folge bis zu 150.000 Dollar und besitzt aktuell ein Vermögen von 6 Millionen Dollar. Zusätzlich hat Maisie auch noch die App Daisy entwickelt, eine Art soziales Netzwerk für Influencer, das bereits 100.000 Mitglieder hat und eine Firmenbewertung im 7-stelligen Bereich. Doch wenn man den privaten Lebensstil von Maisie Williams betrachtet, fällt eigentlich kaum auf, dass sie so großen Reichtum besitzt. Sie lebt nämlich recht bescheiden und setzt ihr Geld, wenn überhaupt, nur dafür ein, um anderen zu helfen. Ihrer Mutter, die immer wieder finanzielle Probleme hatte, schenkte Maisie einen Teil ihres Vermögens. Diese konnte daraufhin in Rente gehen und unterstützt ihre Tochter inzwischen als persönliche Assistentin. Auch ihre Geschwister erhalten von Maisie finanzielle Unterstützung. Zudem setzt sie sich auch immer wieder aktiv für den Tierschutz ein und spendet häufiger große Summen an Tierheime. Für sich selbst gibt Maisie wenig Geld aus. Sie besitzt kein großes Anwesen oder eine Villa. Stattdessen mietete sie einfach eine moderne und äußerst minimalistische Stadtwohnung. Nur eine Sache gönnt sich die 22-jährige Millionärin regelmäßig, und zwar Reisen in ausländische Metropolen. Ihre
Lieblingsziele sind Tokio, New York, Paris und einige weitere. Kommen wir als letztes erneut zu einem Darsteller aus Game of Thrones, und zwar zu Nikolai Coster-Waldau. Er spielt in der Fantasy-Serie die Rolle des Jaime Lannister und erlangte so weltweite Bekanntheit. Da er über $500.000 pro Episode verdiente, besitzt er inzwischen ein Vermögen von $16 Millionen. Doch der gebürtige Däne lebt trotz seines großen Vermögens sehr bescheiden. Das zeigt sich bereits an seiner Wohnsituation. Statt eines üppigen Anwesens bezieht Coster-Waldau ein fast schon minimalistisches Haus. Es umfasst eine recht kleine Küche, ein einfaches Schlafzimmer und einen schmalen Gartenbereich. Wie Coster-Waldau in einem Interview erklärte, hatte er damals immer viel zu viele unnötige Dinge in seiner Wohnung, weshalb er sich dazu entschied, nur noch die wirklich nötigsten Sachen in seinem Haus zu lassen. Er macht sich ohnehin nicht viel aus materiellen Dingen, wie zum Beispiel teuren Klamotten, und erklärte, dass er einfach das anzieht, was er gerade so findet. Auch schicke Autos benötigt der Multimillionär nicht, um glücklich zu sein. Er fährt einen günstigen Elektro-Kleinwagen, auch da es sein Ziel ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Seine gesamte Lebensphilosophie beschrieb Nikolai Coster-Waldau als typisch dänisch. Er ist bescheiden und erwartet nicht viel vom Leben, damit er immer wieder positiv überrascht werden kann. Das war's auch schon mit unserem Video. Nun würde uns mal interessieren, wenn ihr durch eine Serie berühmt und zum Multimillionär geworden wärt, für was gebt ihr euer Geld aus? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!